Und ich darf nun nach dem ersten Bluff ohne weitere Umschwünge den Landesvorsitzenden der CDU Baden-Württemberg und den stellvertretenden Bundesvorsitzenden der CDU Deutschlands zu uns bitten ans Mikrofon. Lieber Thomas Strobel, vielen Dank, dass Sie heute da sind und Ihre Solidarität mit uns. Liebe Mitglieder der syrisch-orthodoxen Kirche, liebe Christen und liebe Angehörige anderer Religionen, liebe Bürgerinnen und Bürger, lassen Sie mich die syrischen und irakischen Bürgerinnen und Bürger, die Christen, die Jesiden, die Kurden und Angehörige anderer Minderheiten aus dem Irak und aus Syrien unter Ihnen hier in Stuttgart besonders begrüßen. Das Schicksal Ihrer Angehörigen, Ihrer Familien, Ihrer Glaubensbrüder und Ihrer Glaubensschwestern im Irak und in Syrien vereint uns hier in Stuttgart auf dem Schlossplatz friedlich, wenige hundert Meter vom Stuttgarter Hauptbahnhof entfernt friedlich, und Ihnen gilt heute unsere besondere Solidarität und unser Mitgefühl. Was in Ihrer Heimat passiert, was wir in den letzten Tagen und Wochen aus dem Nordirak vernommen haben, ist an Grausamkeit und Unmenschlichkeit nicht zu überbieten. Die gnadenlose Verfolgung von Minderheiten, insbesondere von Christen und Jesiden im Irak und Syrien, ist ein schreckliches Verbrechen. Inzwischen ist klar, wer nicht vor den ISIS-Horden fliehen kann, der wird getötet oder verschleppt. Und dem können wir nicht länger zusehen. Wir dürfen und können es nicht zulassen, dass eine solche Terrorgruppe, eine Bevölkerungsgruppe wie etwa die Jesiden, einfach auslöscht. Eine große Zahl aller Jesiden weltweit wohnt im Irak. Wenn diese dort nun systematisch ermordet werden, ist das ein Genozid. Und bei einem solchen Völkermord kann man nicht tatenlos daneben stehen. Dazu werden wir nicht weichen. ISIS-Terroristen zerstören das Miteinander der Minderheiten. Sie zerstören das Miteinander der Religionen in Syrien und dem Irak unter dem Deckmantel der Religion. Aber in Wirklichkeit wird die Religion, wird der Islam von diesen Terroristen missbraucht. Das hat mit Religion nichts, aber auch gar nichts zu tun. Die Entwicklung der letzten Jahre ist für die Christen im Irak und in Syrien ernüchternd und erschütternd zugleich. Die Anzahl der Christen im Irak hat sich seit dem Sturz des Regimes von Saddam Hussein und der inneren Instabilität in den letzten Jahren deutlich reduziert. In Syrien befinden sich rund 500.000 Christen auf der Flucht. Im Irak liegen Kirchen in Schutt und Asche. In der Stadt Mosul sind alle 45 Kirchen entweiht
und teilweise zerstört. Es gibt keinen Grund, erst recht keinen religiösen Grund, der eine solche Barbarei rechtfertigen kann. Müssen wir alles in unserer Macht Stehende unternehmen, um den Vorwurf der ISIS-Milizen zu stoppen und sie zurückzudrängen. Und die Menschlichkeit gebietet es, dass wir auch schnell handeln. Die Vereinigten Staaten, meine Damen und Herren, das möchte ich auch sagen, haben gehandelt. Zu den Luftangriffen gegen die Terroristen gehörte Mut und Entschlossenheit. Und wir sollten ehrlich mit uns selbst hier in Deutschland, mit unserem eigenen Engagement sein und den Vereinigten Staaten von Amerika dafür danken, dass sie mit Luftschlägen gegen die ISIS-Terroristen vorgehen und die kurdischen Kämpfer damit unterstützen. Ich sage ausdrücklich Dank den Amerikanern für ihren Einsatz. Und Frieden, und das ist leider wahr, wird nur dort einkehren, wenn die ISIS-Horden zurückgedrängt und besiegt werden. Und das schaffen die kurdischen und irakischen Sicherheitskräfte nicht alleine. Und deswegen verdienen sie unsere Unterstützung und unsere konkrete Hilfe. Und das heißt nicht nur Worte, sondern auch Waffen und Munition. Dass die Menschen so schnell wie möglich in ihre Dörfer und Städte zurückkehren können. Dass sie in Ruhe und in Frieden in Syrien und im Irak leben können, gleich welcher Religion sie angehören. Wir wollen heute in Stuttgart ein Signal der Entschlossenheit senden, damit im Nordirak und in Syrien bald wieder Frieden einkehrt. Und wir wollen an die Christen und an die anderen Minderheiten denken, die auf der Flucht sind und die dort in so großer Not leben. Ihr seid nicht alleine. Wir sind bei euch und wir werden euch auch helfen. Vielen Dank, lieber Thomas Strobel, für diese eindeutigen Aussagen und diese kämpferische Rede. Ich bin überzeugt, die Botschaft ist angekommen.